Und damit sagen wir und bitte herzlich willkommen zu unserem Talk mit Jerry Quarteng, Alexander Roger oder Roger Wolf? Alexander Roger Wolf. Alexander Roger Wolf und meine Wenigkeit Hendrik Maas. Und jetzt bin ich irgendwie auf einmal in einer Art Host-Rolle reingeschlüpft, nur weil jemand genießt hat. So, genau. Also ihr beiden, wir haben uns ja hier getroffen heute, um kurz mal zu klären, was wir eigentlich alle so machen, weswegen wir das hier machen und was wir in Zukunft vorhaben mit unserem kleinen Talk, den wir in regelmäßigen Abständen posten wollen, erstellen wollen und wo die Zuschauerinnen und Zuschauer sich quasi informieren können über Film- und Fernsehbusiness so ein bisschen und über unsere Perspektive der Sache aus unseren individuellen Sichtweisen wahrscheinlich, ne? Genau, sehr gut. Ja, Alex, dann fang noch mal an. Wer bist du? Was machst du? Also, erstmal danke für die Einladung und ich finde es eine super Idee. Ich finde es toll, dass wir uns so zusammensetzen, weil jeder von uns Bereiche abdeckt, die der andere nicht abdeckt, aber sie im Großen und Ganzen als Gesamtpaket, glaube ich, für viele Schauspieler und Models sehr interessant sind und sehr wichtig sind. Und den Bereich, den ich abdecke, sage ich kurz was zu meiner Person. Also mein Name ist Alexander Roger Wolf. Ich bin Schauspieler und Casting Coach. Also ich bringe Schauspielern und Models und People bei, wie sie sich richtig oder nicht richtig erfolgreich bei Werbecastings, E-Castings und Videocastings vor der Kamera präsentieren und wie sie mit einfachsten Mitteln auch gute E-Castings selbst zu Hause drehen können, um dann halt wirklich dann auch Jobs zu buchen. Und weiterführend helfe ich auch Leuten, die keine Agentur haben, vielleicht dann eine Modelagentur oder eine People-Agentur zu finden. Und ich helfe den Leuten auch dabei, ihr Bildmaterial und ihr Demomaterial zu verbessern. Ich habe ein Buch geschrieben zu der Thematik, was bei Amazon Bestseller war auf Platz 1 im Bereich Schauspielkunst und Vorsprechen. Und ich habe einen Online-Kurs, den man halt buchen kann, zusammen mit persönlicher Beratung auch von mir. Und ich habe halt als Quereinsteiger in über 150 Werbungen vor der Kamera gestanden und darauf aufbauend dann auch in circa 50 Filmen, Serien größere Nebenrollen dann bekommen. Und das heißt also, ich weiß, worüber ich rede und ich finde, bei solchen Sachen sollte man auch darauf hören, wenn man irgendwas erreichen will, sollte man auf jemanden hören, der auch einen gewissen Grad auch das schon selbst mal irgendwie gemacht hat. Alles klar. Danke, Alexander. Jerry, wie sieht's bei dir aus? Ja, wenn man, also ich bin Jerry Quarteng, ich bin Schauspieler, Coach und Produzent. Wenn man den künstlerischen Teil bei dir und bei Alex abgedeckt hat, dann kommt man zu mir, zum Business-Teil dieses Berufes. Mein Schwerpunkt, den ich in Workshops unterrichte, dreht sich darum, wenn ich mit meiner Kunst auch Geld verdienen möchte. Viele Schauspieler haben die Schwierigkeit, dass sie neben der Technik und neben dem kreativen Ansatz doch nicht genau wissen, wie das Business funktioniert und was sie aktiv tun können, um selber ihre Karriere zu lenken. Ich habe da ein Marketing-System entwickelt vor 7 Jahren, das ich jetzt seit mittlerweile 5 Jahren unterrichte. Und es ist aus 3 Säulen gestellt, ganz simpel zu erzählen. Einmal Networking, Marketing, wie man sich selber als Brand kreiert und aufstellt. Und das proaktive Agieren im Markt. Das soll bedeuten, was kann ich tun als Schauspieler neben meiner Agentur oder neben Datenbanken, in denen ich mein Showreel habe oder vielleicht ein About-Me-Video habe, was kann ich tatsächlich aktiv tun, um in der Branche wahrgenommen zu werden, um in der Branche gesehen zu werden und damit später auch tatsächlich die Chance habe, zu arbeiten und zu drehen. Und mein Schwerpunkt ist auf Film und Fernsehen, nicht so sehr auf Theater, weil das ein anderes Netzwerk und ein anderes System ist. Aber im Film- und Fernsehbereich gibt es ganz klare Regeln, nach denen man tatsächlich agieren kann, um seine Karriere voranzubringen und damit auch endlich mal Geld zu verdienen mit der Kunst. Ja, klingt gut. Du hast es ja schon gesagt, dass wenn man zu dir geht, dann waren Schauspielerinnen oder Schauspieler schon wahrscheinlich bei mir oder Alexander Roger Wolf. Damit stelle ich mich auch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Hendrik Marz. Ich bin
Ja, schon geraume Zeit Schauspieler, seit meiner Kindheit, habe relativ viel gedreht in den 80ern, 90ern, Anfang der 2000er und habe dann einen Haufen anderer Sachen gemacht und bin dann über Schauspieltraining, das ich sehr intensiv betreibe, und Schauspielcoaching dahin gekommen, dass es eine ganz gute Idee ist, aus diesen Workshops heraus Demobänder zu drehen, und biete halt in meinem Camera Acting Bootcamp die Erstellung von, ganz nüchtern würde man sagen, Bewerbungsmaterial für Schauspielerinnen und Schauspieler her. Also Demo-Videos, About-Me-Videos, es gibt ein bisschen Coaching, wir suchen die Szenen aus, es gibt Training, um das Ganze irgendwie so zu gestalten, dass das eben besser wird. Das Spiel, darauf kommt es mir an. Ich komme eben wirklich extrem aus dem Hintergrund des Schauspieltrainings und Schauspielcoachings. Und insofern stimmt das schon, was Alex am Anfang gesagt hat, dass wir uns halt immer, dass wir in Kontakt sind. Wir kennen uns schon seit ungefähr 1,5 Jahren. Ich habe eine Zeit lang ein relativ großes Workshop oder Seminar gemacht, das hieß Camera Acting Boot Lab. Das ging 8 Wochen und da waren sowohl Alex als auch Jerry Dozenten in diesem Camera Acting Lab. Und daher kennen wir uns und sind immer in Kontakt geblieben. Und ja, wir decken schon irgendwie so die Bereiche ab, die Einsteiger oder Neueinsteiger, Wiedereinsteiger, wie man es auch mal nennen möchte, brauchen, um letztendlich, und das habt ihr beide ja ganz deutlich gemacht, professionell in diesen Markt zu starten. Denn das, was du gesagt hast, auch Jerry, hat mir eben noch mal ganz gut gefallen, als du gesagt hast, dass man quasi weitermachen muss und endlich mal Jobs bekommen muss und etwas tun kann, das abseits vom Schauspieltraining oder der Schauspielausbildung eigentlich getan werden muss, damit man überhaupt wahrgenommen wird, sichtbar wird in den Medien und nicht nur von Castern, bei denen man sich vorstellt, bei denen sich aber auch sehr viele andere wahrscheinlich vorstellen, sondern eben auch sehr viele andere Leute kennenlernt. Und wenn man dann diese Castings bekommt, eben dann auch nochmal dieses Kunstwerk-Casting, das ich ja auch nicht wirklich trainiere, aber Alex eben, was ja ein eigener Bereich ist schon fast, und sehr viele Leute, die nicht weiterkommen, teilweise ja auch zu mir kommen und sagen, ich kann einfach keine Castings, ich kann keine vorsprechen. Und das scheint ja auch ein sehr diffiziler Bereich zu sein. Und insofern, ja, geht es uns wahrscheinlich allen drei um eine Professionalisierung, glaube ich. Ne? Oder was meint ihr? Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass jeder Bereich einzeln genommen nicht nur wichtig ist, sondern jeder Schauspieler, der ernsthaft sich in dieser Branche bewegen möchte, alle drei Bereiche braucht. Und das ist auch eine durchgehende Sache. Ich meine damit, in jedem Job der Welt muss man sich weiterbilden. Das gilt für Schauspiel ganz genauso. Das heißt, auch ich selber als Schauspieler profitiere sehr stark daran, was ihr beide macht. Ich bin auch mit Alex in Kontakt, wenn ich ein E-Casting oder eine Vorstellung mache, oder habe auch von dem, was er gelehrt hat, auch schon profitiert. Und andersrum, jeder Bereich ist in dem Maße für sich genommen maßgebend, um tatsächlich eine realistische Chance zu haben, um in dieser Branche nicht nur kreativ zu arbeiten, sondern auch tatsächlich, was wir alle müssten, Geld zu verdienen. Dustin Hoffman hat mal sehr spannend was gesagt. Er meinte, er wäre immer Schauspieler geworden. Und egal, ob es auf einer ganz kleinen Bühne irgendwo in einem ganz kleinen Dorf gewesen wäre, er hätte das gemacht. Und das ist was, was wir Schauspieler alle in uns tragen und machen. Denn keiner wählt diesen Beruf, weil er sagt, oh, das ist eine gute Idee. Das ist ein ganz sicherer Beruf, den wähle ich mir aus, sondern jeder weiß, dass dieser Beruf ein gewisses Risiko mit sich trägt. Aber was Dustin Hoffman nicht, was er nicht berichtet, ist, dass es aber Möglichkeiten gibt, um auch finanziell in diesem Beruf zu stehen, um auch finanziell in diesem Beruf zu überleben. Und dafür braucht man das, was ich mache, dafür braucht man vor allen Dingen auch das, was Alex macht. Denn wenn man sich nicht professionell aufstellt und sich nicht professionell präsentieren kann, dann wirkt man schlecht. Dann kann man bei dir das Schauspiel gelernt haben und dann, man kann vielleicht spielen, aber man hat nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Und wenn der nicht funktioniert, dann hat man nicht die Chance, das Spielen, was man gelernt hat, zu zeigen. Also ich sehe es auch so, bin ich absolut eurer Meinung. Ich habe auch, ich mache sehr, sehr viele Weiterbildungen gemacht. Ich auch war bei Jerry im Kurs, weil viele Dinge, die ich mich gefragt habe, wie komme ich denn dann tatsächlich an einen Job? Ich kann gute E-Castings aufnehmen, ich kann
mich gut präsentieren vor der Kamera, aber ich weiß nicht, wo ich die Jobs finde. Und es ist, ich habe eigentlich, wir sind, Jerry und ich kennen uns auch länger, dann sind wir joggen gegangen, dann meinte ich so, ich zu ihm, ich würde eigentlich ganz gerne irgendwo auch nochmal beim Fernsehen vielleicht irgendwie in eine Serie mal reinkommen. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich kenne hier die eine Producerin, die rufst du jetzt mal an, von einer größeren Serie, ja, und dann sagst du, kommst von mir und die suchen immer mal wieder Leute und ich habe die Rolle bekommen, ja, das war 3 Monate für eine Serie, ZDF, und ich konnte es dann leider nicht machen, weil mein Vater im Sterben lag, ja, aber ich habe den Job bekommen, ja, bloß weil ich mit ihm darüber geredet habe und habe eigentlich das auch noch angewendet, was er in seinen Kursen ja schon den Leuten lehrt. Ich hätte da auch selbst drauf kommen können, aber ich wusste es halt nicht. Ja. Insofern, ich halte es auch für wichtig, dass man sich tatsächlich in allen Bereichen weiterbildet und dass man auch nicht nur als Anfänger zu uns kommt, sondern auch gerade Profis, gerade wenn sie zu Hendrik dann gehen, viele, die in deinen Kursen waren, in der Acting Lab, das waren keine Anfänger. Das waren Profis, die von der Bühne kamen und die auch schon viel im Film gemacht hatten und die wollten einfach nochmal einen neuen Input haben und wollten mit vielen Coaches zusammenarbeiten, wollten aber auch von dir neues Material bekommen und haben halt dann auch hochwertiges Demo-Material und About Me's bekommen. Und ganz viele Caster besetzen mittlerweile auch nach diesen About Me's. Mhm. Und wenn man das gut macht, dann ist es halt richtig förderlich. Und wenn man es scheiße macht, ist es halt wirklich überhaupt nicht konstruktiv, weil dann fliegt man auch eher raus. Ergänzen würde ich auch noch so sagen wollen, dass ich oft feststelle, dass Schauspieler Hemmschwellen haben. Damit meine ich zum Beispiel, kein Schauspieler hat eine Hemmschwelle zu sagen, ich gehe zu einem Schauspielcoach und verbessere meine Tools, meine Technik, weil das ist nach dem Gefühl des Schauspielers, womit er täglich arbeiten muss. Wir haben alle das Gefühl, ich muss einfach nur ein sehr, sehr guter Schauspieler sein. Und dann läuft die Karriere schon. Dann wird gesagt, nee, ich brauche noch eine Agentur und muss gut sein, dann läuft die Karriere schon. Ich kenne nun aber sehr viele Kollegen, die unglaublich gut sind, die eine tolle Agentur haben und trotzdem nicht von ihrem Job leben können, weil sie die simplen Regeln des Business nicht verstanden haben. Und da ist auch wichtig, was Alex gesagt hat, dass gerade Schauspieler, egal ob sie Anfänger sind oder schon länger im Bereich sind und Beruf sind, sollten sich immer mal wieder überprüfen, was sie von den jeweiligen Bereichen, die wir anbieten, profitieren können, annehmen können. Weil auch da sich ständig Sachen verändern. Und auch wir sind ja am Puls der Zeit und gehen ja mit. Also ich verändere in meinem Workshop auch jedes Mal neu, was im Markt gerade aktuell ist. Und biete das wieder mit neu an, weil die Dinge verändern sich. Und ich finde das sehr wichtig, dass man gerade als gestandener Schauspieler da immer wieder reingeht. Ich kenne sehr viele ältere Kollegen, also die sind ältere Kollegen, die einfach schon länger im Job sind, die auf mich zukommen und dann raus sind aus dem Beruf und sagen, ich habe mir nie ein Netzwerk aufgebaut. Und jetzt bin ich seit 20 Jahren dabei und plötzlich bin ich nicht mehr gefragt. Ich bin raus. Das hast du in jedem Bereich. Aber das haben Frauen, wenn sie über 40 sind. Das haben POC-Leute. Das haben Leute, die zu alt geworden sind und sagen, jetzt bin ich plötzlich raus. Was kann ich machen, um weiter in meinem Beruf zu arbeiten? Und das sind so Situationen, auf denen Schauspieler nicht vorbereitet werden, weil sie dann eine Hemmschwelle haben, weil viele, die in meinen Kurs auch kommen, tatsächlich auch sagen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht mich bewerben müssen, ich möchte nicht auf mich hinweisen möchten, ich habe eine Agentur, ich möchte nur Künstler sein. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass du als Künstler in dieser Branche mehr sein musst, als nur Kunst und deine Kunst machen zu wollen. Du musst professionell diese Branche verstehen. Ja, da würde ich absolut zustimmen. Und es hat auch ein bisschen was mit Mindset zu tun, finde ich. Also allein schon, was du eben gerade gesagt hast, da klingt ja so ein bisschen mit. Ich würde gar nicht mal sagen, dass die sich zu fein sind, sich zu bewerben. Aber manchmal spielt ja auch so ein bisschen Charme eine Rolle. Es ist, wird als Türklinkenputzen angesehen. Das stimmt ja auch in gewisser Weise. Der Job hat auch ein bisschen mit Ablehnung zu tun. Von einem amerikanischen Casting-Agenten wurde es mal The Business of Rejection genannt. Aber ich glaube, wenn die Leute, und da arbeite ich bei mir zum Beispiel auch ganz viel dran, ich habe nicht so viel Marketing, aber man kommt ja auch dazu, mit den Leuten zu arbeiten, dann checkt man so ein bisschen, wie ist es denn dazu gekommen, weil eben auch bei mir Leute sind, die eigentlich schon sehr lange auch dabei sind teilweise. Und dann hat man so den Eindruck,
ich traue mich manchmal nicht. Ich habe irgendwie ein Schamgefühl, mich zu bewerben. Die wollen mich nicht zum Beispiel. Ich habe schon so viel getan. Und da gibt es zwei Sachen. Also einmal gibt es ja noch ein ganz gutes Sprichwort von so einem englischen Casting Director, der mal gesagt hat, ich würde Schauspielern wünschen, dass sie sich, wenn sie in ein Casting kommen, vom Gefühl her, wenn ich sie sehe, nicht als das Problem sehen, dass sie eventuell abgelehnt werden könnten, sondern als die Lösung. Und das hat ja Alex eben auch gesagt. Er hat da angerufen bei dieser Frau und diese Menschen, die Produzenten, die Caster, die haben einen Job, Filme, Fernsehserien zu besetzen. Und mit möglichst Leuten, die nicht vielleicht die Besten sind für den Job, sondern die am besten passen teilweise auf den Job. Zu anderen passen, Konstellationscasting und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung im Mindset, weil man sich wirklich als Teil dieses Business anerkennt und sagt, okay, hier ist es nun mal so, dass ich mich oft bewerbe und ich werde auch oft abgelehnt, aber tendenziell habe ich eine Berechtigung, auf diesem Markt zu sein. Ich habe mein Handwerk, meine Kunst und ja, ich kann mitmischen, auf jeden Fall. Also das merke ich ganz oft, dass Leute da so eine kleine Hemmschwelle haben. Das finde ich auch große. Richtig. Es ist tatsächlich eine kleine Hemmschwelle, die ich auch immer wieder feststelle, die sehr damit zu tun hat, dass viele Kollegen nicht wissen, wie. Sobald sie Tools in die Hand kriegen, mit denen sie sich sicher fühlen, sinkt diese Hemmschwelle und auch die Angst und auch steigt das Verständnis, dass man nicht nur die Lösung ist, sondern dass man ein Brand ist, das Teil dieser Branche ist, Teil dieses Berufes ist und seine Daseinsberechtigung hat. Und man hat die Berechtigung natürlich auch ganz klar, sich in diesem Markt zu präsentieren. Hätte Steve Jobs damals gesagt, ich habe eine super Idee für ein Telefon, aber ich sage es keinem, dann würden alle noch mit Nokia telefonieren. Und ich bin genau. So, darum geht es auch, dass man weiß, wie biete ich mich professionell am Markt an. Und dann ist es kein Türklinkenputzen mehr. Dann ist es tatsächlich ein Präsentieren der eigenen Marke, der eigenen Stärke. Und das muss man ja erfahren. Sonst kann man nicht besetzt werden. Interessanterweise ist es lustig, also es ist bei Werbung und bei Filmcastings auch teilweise so, wenn man dann E-Casting macht, dass viele Schauspieler dann zu mir sagen, ja, ich kann die Rolle, kann ich super spielen, aber ich kann mich nicht vorstellen. So, und dann frage ich mich immer, warum? Das ist doch was dann am nächsten Tag ist. Aber da haben Menschen Hemmungen. Ja, und ich habe mit wirklich vielen guten Leuten, mit denen ich gedreht habe, die haben halt mitgekriegt, was ich mache. Und dann haben sie gesagt, kannst du mir vielleicht auch mal so eine Vorstellung aufnehmen? Und dann ich so, ja, komm zu mir nach Hause, ich habe so ein Studio und dann nehmen wir das auf. Ich habe da teilweise wirklich mit wirklich sehr, sehr guten Schauspielern gestanden und konnte es nicht glauben, dass die sich nicht vorstellen konnten. Die konnten nicht über sich selbst erzählen, hi, ich bin XYZ, ich mache das, bla bla bla. Total absurd. Aber die geilsten Schauspieler. Verrückt. Und da ist auch eine Hemmschwelle dann da bei den Leuten. Ja, ich kann nicht über mich selbst, ich kann mich doch nicht selbst irgendwie so groß machen. Dann meinst du, nee, du sollst dich auch nicht groß machen. Du sollst einfach neutral über dich reden, was du machst und das zeigen, dass dir deine Arbeit Spaß macht. Nicht zu groß. Zwei Sachen sind daran sehr wichtig, was du sagst. Das erste ist natürlich, dass als Schauspieler du gewöhnt bist, mit Leuten zu spielen. Und da ist natürlich eine gewisse Sicherheit drin. Plus du spielst eine Rolle, es bist also nicht du. Du hast eine gewisse Distanz zu dir selber. Deswegen fällt denn das Spielen dann leicht. Aber das Zweite, was ich sage, ist, was du gesagt hast, finde ich unglaublich wichtig, nämlich die Vorstellung. Das ist ja ein ganz großer Teil des Casting-Prozesses. Ja, häufig hat man eine Rolle, ein E-Casting gemacht oder die erste Casting-Runde überstanden und die Regie findet dann interessant. Und jetzt wollen sie wissen, was ist denn das für ein Typ? Denn wenn ich mit dem irgendwie 30, 40, 50 Drehtage habe, will ich kurz wissen, wie passt der zu uns auch? Und das ist dann wieder du. Und das ist da, wo sie sehen wollen, About Me Videos oder am liebsten so eine Vorstellung. Und das ist natürlich dann auf einmal stehst du ohne einen Partner da und dann ist die Kamera der Partner und du stehst da und sollst jetzt über die Person reden, mit der du eigentlich immer zu tun hast, von dir selber. Und da gehen auf einmal die ganzen Hemmungen auf, die ganzen Unsicherheiten auf, mal die ganzen Sachen, oh, ich genüge hier gar nicht, was soll ich für mich erzählen? Und das ist, das kann man trainieren tatsächlich. Und es ist unglaublich wichtig, dass man das trainiert. Und wenn man das rüberbringt und gut rüberbringt, dann hat man auch nicht nur den professionellen Ansatz, sondern man hat auch eine Sicherheit, sich selber gut zu positionieren und zu präsentieren, dass jemand sagt, diese Person,
die finde ich toll, die finde ich spannend, mit der möchte ich arbeiten. Was für ein schönes Schlusswort, oder? Absolut. Das hat mir, ich habe noch vor der Pandemie einmal ein kleines Demo gedreht mit einer Schauspielerin, einer Bekannten. Die hatte einen sehr bekannten Schauspieler, den sie aus ihrer Ausbildung kannte, gefragt, ob er mit ihr dreht. Übrigens, ganz kurze Story. Da waren 8 Leute in der Ausbildung, sehr bekannte Schauspielschule. Er ist ein sehr bekannter Hauptrollendarsteller in Deutschland. Und sie hat alle ihre Kommilitoninnen angeschrieben und alle haben gesagt, nein, Demo drehen und so, mag ich nicht. Nur der wirklich sehr viel dreht, hat gesagt, ja klar, mache ich sofort. Das war das erste Learning sozusagen für sie. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, nee, ich will da gar nicht mit drin sein. Ich spreche dir das rein. Wenn meine Stimme reicht, da gucken die dann eh nur auf mich, ganz ehrlich gesagt, wenn die mich da in dem Demo sehen. Und der hat uns auch genau das Gleiche gesagt. Es geht letztendlich auch um eine Chemie. Man will eine Chemie abchecken. Habe ich die Lust, mit dieser Person irgendwie, wie du sagst, 40, 50 Drehtage zu verbringen? Bei mir persönlich, ich war 15, als ich meine erste Rolle gespielt habe. Ich habe dann 12 Jahre später den Drehbuchautoren mal getroffen. Der hat zu mir gesagt, das ging bei dir gar nicht darum, dass du das größte Talent warst. Du hast das ganz gut gemacht. Aber bei dir ging es darum, in der Besetzung, dass wir dir zugetraut haben, mit 15 Jahren, dass du das Ding stemmst. Du hattest 84 Drehtage, dass du morgens ankommst mit gelerntem Text und dass du nicht mehr allzu verspielt bist und eventuell das ganze Ding dann quasi kippst, sozusagen, den Dreh. Also das sind neben der Schauspielkunst wirklich Dinge, die entscheidend sind für den Castingprozess. Absolut. Mhm. Ja gut, ja genau. Jetzt haben wir ja schon mal einen kleinen Teaser, glaube ich, gegeben. Und wir werden uns jetzt in regelmäßigen Abständen treffen. Wir haben dann immer ein Thema, zu dem wir uns austauschen, jeweils aus unserer Perspektive. In welchem Abstand, das werden wir jetzt noch nicht sagen, weil wir auch teilweise uns natürlich immer gleich schalten müssen, kurz schalten müssen. Und Jerry dreht viel, Alex macht viel Sachen. Ich habe meine Termine. Aber wir werden uns mindestens einmal pro Monat, schätze ich mal, treffen. Wir werden das auf den bekannten Kanälen posten. Und das sind so Gespräche, wo ihr euch informieren könnt und die Zuschauerinnen und Zuschauer also einfach ja, unseren Take sozusagen bekommen von unserer Perspektive der Branche auf Neuigkeiten, die es gibt, zum Beispiel Pandemie oder Diversität im Schauspielbereich, in der Branche, wie wird damit umgegangen, was bedeutet das eigentlich? Diese ganzen Themen werden wir uns auf unsere Agenda schreiben und besprechen. Und würde ich sagen, eine letzte kurz hinzufügen wollen. Also neben dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, werden wir natürlich auch immer Chancen aufwerten, wie ihr agieren könnt im Markt. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung für mich machen, weil ich einen Workshop gerade anbiete zu meinem Teil. Der wird jetzt vom 9. bis zum 11. Dezember stattfinden, in diesem Fall online. Da kann man sich noch anmelden. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Wo wird sicherlich hier unten dann in diesem Video verlinkt werden. Ja, wird es. Okay, genau. Jerry ist also der Erste, der jetzt gleich aktiv ist mit seinem Workshop. Und ja, wir treffen uns demnächst wieder und werden euch auf dem Laufenden halten, wo und wann das sein wird. Und ich freue mich schon mal. Ich danke euch und wünsche noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer auch. Danke. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Wiedersehen. Und Schnitt.